aus Hunger, militärisch. Und zu so großen militärischen Opfern zwingt, dass am Ende des Tages Russland klein beigeben muss. Ich habe Ihnen am Anfang gesagt, Russland agiert mit einem kleinen Teil seiner Armee. Auch wohlweislich, weil sie ja wissen, es könnte ja notwendig sein, dass auf der einen Seite gegen Japan gekämpft werden muss, auf der anderen Seite oder auf beiden Seiten gegen die USA, dann gegen Deutschland, dann gegen Frankreich. Ja, dafür muss auch was in Hinterhand sein. Nicht? Das ist die andere Million russische Soldaten, die nicht kämpfen noch, aber die zur Verfügung stehen würden, käme es zu dieser Entwicklung. Nicht? Und dann gibt es eine ganze Palette von Waffenarsenal, die auf russischer Seite zur Verfügung stehen, die sie noch nicht eingesetzt haben. Aber aufpassen muss man immer, wenn man dann hört, der Westen liefert 440 Panzer an die Ukraine und Putin sagt, ja, wir haben 1600. Dann ist auch klar, wie das ausgehen wird. Das Problem ist nur, das ist nicht ein Spiel mit Geld und Spiel mit Material. Dahinter stehen so und so viele tote Personen. Und man muss, also nach allen diesen Daten, die zum Teil offiziell von der ukrainischen Seite dem amerikanischen Verteidigungsminister gegenüber genannt worden sind, im Augenblick davon ausgehen, dass es mit Sicherheit schon 200.000 ukrainische Soldaten, tote ukrainische Soldaten derzeit gibt, die kämpfen nicht alle freiwillig, nicht, sondern der Großteil von diesen Soldaten ist zwangsmobilisiert worden und dann auch noch auf eine ganz infame Art und Weise, dass man die Russen mobilisiert hat, nicht die Ukraine, in der Ukraine lebenden Russen. Und die dann in die erste Frontlinie geschickt hat. Und die ausländischen Söldner in erster Linie Polen in die zweite Linie. Und die russischen, die aus der Westukraine mobilisiert worden sind, in die dritte Linie. Nicht? Dann sind diejenigen, die als erstes fallen, die Russen selbst. Sie verstehen aber auch, warum Russland daher sehr vorsichtig ist beim Vorgang. Weil sie erschießen ja die eigenen Leute, nicht? Die ja gar nicht kämpfen wollen auf der anderen Seite, die ja zu ihnen gehören. Also das ist die Perfidie dessen, was sich abspielt. Und wenn offiziell hat Russland eingestanden, dass die Ratio zwischen ukrainischen Toten und russischen toten Soldaten 1 zu 7 bis 8 ist. Wenn man jetzt sagt, es sind 5, nicht, dann sind wir heute bei 200.000 und 40.000. Und das, was das perfide Spiel jetzt ist, dass man sagt, okay, mit diesen 200.000 Toten haben wir noch nichts erreicht. Es muss also, müssen Bordpanzer hinein, es müssen Kampfflieger hinein und am Ende landet man bei 350.000 toten Ukrainern und nach der anderen Relation bei vielleicht 90.000 toten Russen. Also das ist ja das und da frage ich mich, wie ein ehemals grüner Staatspräsident das verteidigen kann als Kampf um die europäischen Werte. Nicht um die europäischen Werte geht es da überhaupt nicht. Da geht es einfach nur um Macht, um wirtschaftlichen Einfluss, der also hier für westliche Konzerne oder für russische Unternehmen in Zukunft dann abfällt. Die Rechnung wird man präsentiert bekommen. Darauf kann man sicher sein. Ich bin ein Optimist in Bezug auf die Neutralität, auch aufgrund meiner Kenntnis mit in Bezug auf Russland. Russland wird uns am Ende des Tages verzeihen. Davon bin ich fest überzeugt.
auch wenn wir im Augenblick laufen als ein unfreundlicher Staat, genau gleich wie alle anderen EU-Mitgliedstaaten und genau gleich wie die USA, Kanada, Australien oder Neuseeland. Aber die Neutralität hat einen großen Vorteil. Sie wird, wenn man sie auch in Millionen Fällen missachtet, ist sie noch nicht erledigt. Nicht? Sondern sie steht als Pflicht weiter aufrecht. Man wird nur das Unrecht, das man gesetzt hat, irgendwann wieder in Ordnung bringen müssen. Und dieser Tag, das meine ich mit Rechnung, das wird kommen, aber dass Russland sagt, ihr habt euch so miserabel verhalten, das sehen wir jetzt an als Ende eurer Neutralität, das halte ich für vollkommen ausgeschlossen. Und daher glaube ich auch, dass sollte sich eine politische Bewegung in Österreich finden, die die Neutralität wieder so achtet, wie sie nach Völkerrecht geachtet werden muss, dass sie wieder das in der Hand hat, die Schritte rückabzuwickeln, sodass eine Harmonie besteht zwischen dem, was tatsächlich getan wird und dem, was geboten ist für einen immerwährend neutralen Staat in einem international bewaffneten Konflikt. Danke vielmals für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit.